dämonisches Licht, ja. Plauze, haut's auf die Plauze, oh mein Bauch. Also ich habe Bauch, ist eine ganze eigene Welt, die ich da unten habe. Okay, Leute, das ist auch so ein Ding, was ich mich immer gefragt habe, warum das Leute machen, sich im Auto zu filmen, während sie dastehen und eigentlich woanders sein könnten. Jetzt weiß ich, was es ist. Zeit überbrücken. Einfach so, Anja war eben gerade unterwegs und hat Paul in den Kindergarten gebracht, ist jetzt schon wieder zurück. Ich nehme hier die Szenerie zum 25. Mal auf, weil ich das einfach nicht auf einmal schaffe. Wir sind hier unterwegs gewesen, heute Kreisfahrt. Richtig schön, wir haben alles dabei gehabt. Regen, Sonne, nein, nicht alles. Schnee hat gefehlt und Hagel und Orkan und sowas. Aber ansonsten war ein schöner Tag, hat viel Spaß gemacht. Und wir sind jetzt so richtig schöner Schöp. Jetzt geht's nach Hause. Bis später. Allem Kummer und Sorgen zum Trotz im Studio und arbeiten. Ihr könnt ja schon einen Teil von meinem Model sehen. Wir Licht heute. Gehst du raus aus dem Bild? Licht heute, totaler Hammer. Es sind so geile Bilder geworden. Regnet. Wir haben Hochzeit. Es pumpt wie eine Dampflok. Es geht bergauf. Frisur ruiniert. Das ist kein Schweiß, das ist Regen. Aber Spaß macht's. Ja, wir sind wieder unterwegs zum nächsten Job. Wird interessant heute. So, nette Grüße aus dem Paradox-Studio. Nicht den Kopf so einschnappen lassen wie eine Schildkröte. Sei groß und stark und sieh gut aus. So, dann geht's auf zum Termin. Guck mal hier, meine Frau macht sich schon hübsch. Rentiert sich bei mir nicht mehr. So, von daher. So, hallo Leute. Anzeichen doof. Einfach nur reden. Kann schon wieder zurück. Guten Morgen, kurz nach 6 an einem Sonntagmorgen und wir sind hier. Abends und gleich geht's los, Sportshooting. Hätte ich jetzt auch noch sagen sollen, was wir machen in dem Plan. Wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Wir sind heute ein wenig auf andere Metier unterwegs. Na, lasst euch überraschen. Wir werden bei Gelegenheit ein paar Bilder davon reinposten. So, guten Morgen. Guck mal, wachsen Haare aus dem Helm. Wie süß. So, Kinder sind im Kindergarten. Jetzt geht's ums Arbeiten. Und nochmal vielen, vielen Dank an das Brautpaar, das uns jetzt sauber versetzt hat heute. Peace out. Ihr seid die Besten. Highlight. Morgen, ihr Lieben. Ah, wir sind hier gerade an unserer Ferienwohnung angekommen. Die wollte fotografieren. Und jetzt geht's ans Dekorieren und dann mal ans Fotografieren. Einen schönen Tag. So, ihr Lieben, wir sind heute in Antlam unterwegs. Der Bärtige und die Hübsche. Ja, so sieht es aus, wenn wir unseren Bart nicht frisieren. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier unsere neue Position ist. Mit der Kugel über dem Kopf kommt das geil. Ich hatte das Zwergenstativ dabei. Achtung! Ja, glücklich ist, wer einen tollen Assistenten hat. Naja, also, wir sind heute hier. Seht ihr einen tollen Mädel, Strahlsen, für uns am Arsch der Welt. Runter, neu. Schnell, runter. So, guten Morgen. Ich bin gerade auf dem Weg zum Auto, wird spannend. Eben schon ein paar Kranche fliegen sehen.
Und wir fliegen heute auch mal aus. Das ist eine ganz andere Art und Weise. Boah, das wird so spannend. Bleibt dran. Das war. Tag 3 von unserer wundervollen kleinen Tour. Es macht unfassbar viel Spaß. Da sind sie ja im Wohnmobil. Und auf engstem Raum so zurechtzukommen, hätte ich nie gedacht. Also Hammer, Hammer geil. Macht echt fett Spaß. Manu eben so zu mir: Hey, du hast 1 Kilometer geschafft. Nach deinem Puls rennst du. Nach der Zeit, die du brauchst für den Kilometer, läufst du rückwärts oder stehst du. Boah, ich hasse diese Dinger, ey. Also ich würde das dann nur so machen, dass man auch hergeht und einfach. Und wir können das natürlich auch scharf und unscharf. Dankeschön. So, dann geht's jetzt zurück zum Bahnhof. Und jetzt hoffe ich mal echt, dass ich die richtige Abzweigung erwische und in die richtige Richtung gehe. Das wäre peinlich, wenn ich mich nochmal verlaufen würde, ey. Nachmittags bei uns im Büro. Wetter bedingt gut, meine Frau. Hallo. Hallo. Steuer, Krankheit, ganz schlimm. Ich darf Bilder bearbeiten und Daddy, Teddy macht den coolsten von allen. Dann nehme ich mir doch immer vor, schön zu posten, wenn wir irgendwas tun, wenn wir unterwegs sind, aber mache ich vergesse es. Das ist dann zu kurz. Auch ungewohnt. Bahnhof stehen auf dem Zug warten. Was ganz Neues. Und er kommt nicht. Wir sind morgen schön nach Mitzug gefahren mit der Bahn. Und so. Ich weiß ja, wo es lang geht. Direkt, dass man in die falsche Richtung gelaufen hat und nicht angekommen bin. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen mehr Spaziergang als geplant.